Stich gelassen. Eine große Linie sucht man im Koalitionsvertrag vergebens. Stattdessen gibt es viel Klein-Klein, 132 Prüfaufträge, jede Menge Absichtserklärungen ohne fundierte Basis. Es ist eine große Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners mit einer sehr großen Unverbindlichkeit. Wir haben den Koalitionsvertrag ausführlich analysiert. Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird über Bord geworfen. Die Energiewende wird abgewürgt. Der Klimaschutz ist abgesagt. Und die versprochene Kostensenkung für die Bürgerinnen und Bürger bleibt aus. Mit der Vorratsdatenspeicherung beschließt die Koalition die nächste Datenschnüffelei und das mitten in der NSA-Affäre. Die Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, in Bildung, in Energieeffizienz bleiben aus. Sie bleiben eklatant unterfinanziert. Die mageren Investitionen, die jetzt noch im Vertrag stehen, sind auf Sand gebaut, denn die Finanzpolitik nach dem Prinzip Hoffnung, dass es auch in den nächsten Jahren zu Steuereinnahmen kommen soll, ist keine solide Gegenfinanzierung. Zur Überwindung der Eurokrise gibt es keine neuen Impulse. Die im Wahlkampf doch noch sehr kritische SPD ist voll auf Merkel-Kurs eingeschwenkt. Die Zukunftsvergessenheit der Koalition zieht sich eigentlich durch alle Themenbereiche, ist besonders abzulesen im Bereich des Klimaschutzes, der Energiewende und bei den Investitionen. Die beiden Parteien, Union und SPD, schieben die Energiewende aufs Abstellgleis. Die Kohle erhält Bestandsschutz, die erneuerbaren Energien werden ausgebremst. Die Große Koalition will bis zum Jahr 2030 maximal 55% erneuerbare Energien erreichen. Das können wir schon viel früher schaffen, wenn wir die bisher positive Entwicklung fortgesetzt hätten. Und statt echter Kostensenkungen stehen eine Reihe von Prüfaufträgen. Die wesentlichen Vorgaben für Investitionen bleiben unklar. Das Ergebnis wird ein Investitionsstau sein, der innovative Branchen ruiniert. Die Koalition spricht großspurig von neuer Gründerzeit. Tatsächlich lässt sie die neuen Gründerinnen und Gründer, die im Zuge der Energiewende aktiv waren, im Regen stehen. Beim Klimaschutz rollt die Große Koalition die Fahne ein. Das hat sich letzte Woche schon in Warschau gezeigt. Das Klimaschutzgesetz ist gekippt. Die Koalition sagt Nein zu notwendigen Reformen des Emissionshandels. Und dazu passt, dass die Ausgestaltung der Pkw-Maut, die nun doch im Koalitionsvertrag entgegen der Wahlversprechen stand, nichts mit Klimaschutz zu tun hat. Übrigens zahlen auch hier gerade die kleinen Leute, von denen Sigmar Gabriel eben gesprochen hat. Sie seien im Konzept besonders hervorgehoben. Sie seien Gegenstand dieses Koalitionsvertrages. Die Pkw-Maut zeigt, dass das nicht der Fall ist. Die Zukunftsinvestitionen werden klein gehalten, weil sich Union und SPD weder auf einen Subventionsabbau verständigen konnten, noch an ein gerechteres Steuersystem herantrauen. Wohlstand sichern heißt für sie in erster Linie, den Wohlstand großer Vermögen zu sichern. Und während bei Bildung und Infrastruktur geknausert wird, ist für andere Projekte Geld da, zum Beispiel Milliarden für die Abschaffung der Brennelementesteuer der Atomkonzerne oder Milliarden für das familien- und bildungspolitisch äußerst fragwürdige Modell des Betreuungsgeldes. Auch beim Thema Bürgerrechte startet die Große Koalition schwach und wir fürchten, dass da auch nichts mehr nachkommt, weil die Vorhaben sich auf wenige Themen beschränken. Mit dem Ja zur Vorratsdatenspeicherung gibt die SPD jeden bürgerrechtlichen Anspruch an der Garderobe der Großen Koalition ab. Wer die vertrauliche Kommunikation von 80 Millionen Menschen in Deutschland anlasslos speichern will, hat aus der NSA-Schnüffelaffäre offenbar überhaupt nichts gelernt. Auch in der Flüchtlingspolitik reiht sich eine Leerstelle an die nächste, zum Beispiel beim sicheren Umgang für Flüchtlinge nach Europa, sicheren Zugang der Flüchtlinge nach Europa oder der Aufnahme von Menschen aus Syrien. Einige Verbesserungen werden angekündigt, wie zum Beispiel beim Bleiberecht, aber es bleibt auch hier meistens bei unverbindlichen Trippelschrittchen.
Dass der Optionszwang für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern abgeschafft wird, ist grundsätzlich gut, aber es reicht uns bei weitem nicht aus, was hier beim Doppelpass vereinbart wurde. Es ist enttäuschend, dass beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht alles beim Alten bleiben soll. Es bleibt beim grundsätzlichen Nein zur Mehrstaatlichkeit. Die Gerechtigkeitslücke zwischen Unionsbürgerinnen, die einen Rechtsanspruch auf einen Doppelpass haben, und Zuwanderern und Zuwanderinnen aus anderen Ländern bleibt bestehen. Das ist unsinnig, das ist ungerecht. Zum Thema Europa. Die Große Koalition setzt im Prinzip den Kurs des einseitigen unsozialen Sparens in Europa fort. Ein Pakt gegen Jugendarbeitslosigkeit ist nur Symptombekämpfung, solange die Ursachen der Krise in Europa nicht beseitigt werden. Dafür nimmt Schwarz-Rot keinen Anlauf, setzt einfach die Politik von Schwarz-Gelb fort, die Austerität in den Krisenländern um den Preis sehr hoher Arbeitslosigkeit und schwerer sozialer Verwerfungen bleibt bestehen, und die Eurozone wird so weiter auseinanderdriften mit allen Folgen aus ökonomischer und politischer Ebene, die wir heute schon beobachten können. Quintessenz: Wir meinen, die Große Koalition bleibt hier auf kleinster gemeinsamer Ebene stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie auf dieser Grundlage ein tragfähiges Regierungsbündnis geschlossen wird, wie eine Regierung erfolgreich 4 Jahre durchhalten kann. Vielen Dank. Ja, danke, Simone. Peter, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Ja, Herr Deiß, bitte. Vielleicht ganz netterweise noch einmal etwas ausführlicher im Detail auf die Energiewende und die Zukunft unserer Großen Koalition noch eingehen. Also die Energiewende wird durch die Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag geschlossen werden, ausgehebelt, ausgebremst. Der Ausbaukorridor kommt einer Bremswirkung gleich. Es wird im Bereich der Windenergie, die ja im Prinzip der Billigmacher bei den erneuerbaren Energien ist, ein Ausbaustopp bei windschwachen Standorten oder weniger windstarken Standorten vorgeschrieben. Die Kohle soll subventioniert werden. Das heißt, der Systemwechsel, der jetzt notwendig wäre, zu sagen, wir gehen jetzt die nächsten Schritte an mit 40-50% erneuerbarer Energien im Netz, wird nicht vollzogen, indem eben das konventionelle Energiesystem weiter gepäppelt wird. Der Emissionshandel wird nicht angegangen. Hier soll lediglich das Backloading herangezogen werden oder umgesetzt werden. Aber es kommt nicht zu einer wirklichen Reform, dass man einen Mindestpreis für den CO2-Ausstoß, für den Klimaschutz hätte. Durch ein mangelndes oder das Fehlen des Klimaschutzgesetzes haben wir hier auch keine nationale Gesetzgebung, die den Klimaschutz und damit den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen sollte. Immerhin hat das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland fast 400.000 Arbeitsplätze geschaffen. Es ist eine innovative Branche, es ist ein demokratisches, dezentrales Energiesystem. Und das, was jetzt geplant ist, geht zu Lasten der Dezentralität, geht in Richtung Stärkung der großen Energiekonzerne. Wenn hier auch sogar von Quotenmodellen jetzt schon die Rede ist, dann wissen wir, wohin es gehen soll. Es sind vor allen Dingen die Interessen der Großen, die hier gute Lobbyarbeit gemacht haben, zu Lasten der vielen kleinen Energieversorger und der Bürgerinnen und Bürger. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Welche Einigung von Union und SPD auf dem Bereich der Gesundheitspolitik halten Sie für falsch? Also, weil grundsätzlich fehlt ja hier vollkommen ein Modernitätsansatz, ein Reformansatz. Die SPD, wie wir, haben auch immer gesagt, wir wollen die Zweiklassenmedizin abschaffen. Dieser Weg wird in keinster Weise eingeschlagen. Hier bleibt es bei vielen kleinen Reformvorhaben, die grundsätzliche Schwierigkeit, dass wir ein Gesundheitssystem aufbauen, das heute bezahlbar und auch in den Leistungen alle Bedürfnisse aufnimmt, von Jüngeren gerade bis in den Älteren, bis in den Pflegebereich, und das auch durchgängig und zukunftsgerecht hält, ist bei der Großen Koalition in keinster Weise gegeben. Herr Leithäuser, bitte. Sagen Sie, Frau Peter, eine SPD, die sich so sehr dem Joch der Union beugt, wie Sie das dargestellt haben, kann die für die Grünen überhaupt jemals wieder ein Ansprechpartner sein?
Sie ist es ja in 6 Bundesländern. Also ich habe ja eine Reihe von Vorhaben aufgelistet, wo wir davon ausgehen, dass wir mit der SPD in den Bundesländern auf der Basis der Koalitionsverträge, die dort geschlossen werden, auch einigem entgegenstehen können, zum Beispiel im Bereich der Energiepolitik, aber auch der Bürgerrechte und auch der Gesamtfinanzierung, weil uns nicht klar ist, wie die Bedürfnisse der Kommunen, der Länder jetzt abgedeckt werden können im Bereich der Infrastruktur, der Bildung durch die magere Investitionsbereitschaft, ohne dass man hier Steuereinnahmen zusätzlich generiert bzw. Subventionen abbaut oder auch neue Schulden macht. Möglicherweise ist die Schuldenmacherei in die Zukunft verschoben. Wir halten das für sehr unseriös. Die SPD wird sich natürlich fragen lassen müssen, warum viele ihrer Punkte, die sie als Wahlversprechen reingegeben hat, hier nicht rausfiltert. Für uns war das ja Grund genug zu sagen, die Union ist nicht reformbereit. Sie hat keinen Mut, zukunftsfähige Schritte einzuleiten. Und deswegen hat das für uns mit der Union nicht ausgereicht. Gibt es weitere Fragen? Sie haben noch mal eine Frage, bitte. Sollten sich die Mitglieder der SPD gegen die Koalitionsvereinbarung aussprechen, würden Sie denn noch mal für die weitere zur Verfügung stehen? Na, wenn es, kann man jetzt wieder erwarten, ich nehme schon an, die SPD-Basis wird nicht alle Köpfe opfern wollen, die dann rollen würden an der SPD-Spitze. Wenn es wieder erwarten nicht zu dem Votum kommt, dann sind alle Parteien, die im Bundestag sitzen, nochmal gefragt. Die Erwartungshaltung ist natürlich an die Union grundsätzlich von SPD, Linken und Grünen, dass dann mehr Entgegenkommen gebracht werden müsste, wenn es zu einem Bündnis mit der Union kommt. Und sollte, es ist die stärkste Partei. Sie hat nach wie vor den Ball in ihrem Feld. Das heißt, sie muss auch nach wie vor einen Gestaltungsrahmen aufzeigen, wohin ein gemeinsames Bündnis gehen sollte. Dann werden alle noch mal sprechen. Ich habe es eben schon gesagt, auf Basis der Sondierungen, die wir mit der Union vorgenommen haben und auch sehr dezidiert runtergebrochen auf einzelne Projekte, die uns wichtig sind, wie Klimaschutz, Bürgerrechte, Flüchtlinge, solide Haushaltsfinanzierung, sehen wir keine Möglichkeit, hier in Kürze zusammenzukommen. Und in Zukunft werden wir mit allen Parteien sprechen und entlang unserer grünen Inhalte entscheiden, welche Bündnisse wir eingehen. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.